Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen des Monats. Ihr seid bestimmt auf vielen Frühlingspartys eingeladen. Als Freunde seid ihr beliebt und steht häufig im Mittelpunkt. Singles können bei dieser Gelegenheit wunderschöne Flirts anfangen. Für liierte Zwillinge könnte es heikel werden, wenn andere versuchen, sich in ihre Beziehungen einzumischen. Haltet mit eurem Schatz zusammen und achtet eurerseits darauf, nicht unbekümmert Geheimnisse auszuplaudern, die man euch anvertraut hat. Bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass es diesmal auch wieder was bei mir zu gewinnen gibt. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Kommen wir jetzt erstmal zum Erlebnishintergrund, die länger wirkenden Aspekte, wie die für euch stehen. Und da fangen wir an für die erste Dekade mit der Opposition von Lilith. Die steht in eurem Partnerhaus, die wilde Göttin. Ganz spannende Konstellation für euch, denn damit könnt ihr jemanden begegnen, der diese Kraft in euch weckt. Oder besonders Zwillingeherren können Frauen begegnen, die sie total faszinierend finden, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, sehr unabhängig sind und sie erstmal abweisen und dadurch umso faszinierender auf den Zwilling wirken, der ja immer ein Gegenüber braucht, den er spannend findet. Also das ist ein sehr spannender Aspekt. Er kann für die Zwillinge Frauen allerdings auch bedeuten, dass die Lilith hier als Konkurrentin auftritt. Also na, ihr Lieben, also es sind ja die meisten, die hier zugucken, sind ja Frauen. Also haltet da mal ruhig die Augen offen. Es kann also wirklich jemand geben, die euch vielleicht euren Herzallerliebsten ausspannen will oder zumindest mit euch um denselben Mann konkurriert. Aber trotzdem ist diese Begegnung mit Lilith, das ist ja das, ne? Lilith hier in eurem Partnerhaus, das ist eben auch eine Chance, die innere eigene Göttin kennenzulernen. Ne? Ihr könnt ja auch mal schauen, wo habt ihr vielleicht schon mal jemanden einen Mann ausgespannt und vielleicht werdet ihr jetzt durch so ein Erlebnis wieder damit konfrontiert. Lilith ist so ein bisschen unbequem, aber wenn man sich auf diese Gefühle einlässt, dann wird man irgendwie vollständiger und kann vielleicht auch einen Gefühlsteil in sich aufnehmen, den man vorher immer verdrängt hat. Denn wir haben ja auch was Wildes in uns und was Unvernünftiges und etwas, was danach strebt, sich authentisch zu verwirklichen, ohne Rücksicht zu nehmen. Das sind diese Lilith-Themen. Und falls euch das näher interessiert, ich habe ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, da steht alles drin. Okay, also das spüren besonders die Geburtstagskinder vom 25. Mai bis 1. Juni. Dann habt ihr natürlich weiterhin und langfristig die Spannung zu Neptun, habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Der steht hier für euch im 10. Haus, im Berufshaus und kann anzeigen, dass es da einen Chef gibt, der unklare Entscheidungen trifft oder Entscheidungen, die für Verwirrung sorgen. Und das kann sich sehr störend auswirken. Es kann aber auch sein, dass euer eigener Auftritt beruflich oder was die Karriere angeht, für gewisse Unklarheiten sorgt oder dass ihr einfach auch nicht wisst, wo es jetzt hingehen soll. Für manche Zwillinge bringt Neptun auch eine Ausrichtung in einen künstlerischen Weg, in einen Medienberuf. Neptun steht auch für Medien, Fernsehen, YouTube und so weiter. Das sind alles Neptun-Themen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, fein, aber es ist eben eine Spannung da. Das heißt, es ist nicht so einfach oder ihr werdet vielleicht missverstanden oder ihr seid selber nicht klar und deutlich genug in dem, was ihr wollt. Das ist ganz wichtig, dass ihr für euch selber definiert, was ihr beruflich wollt. Und dieses Gefühl, da ein bisschen zu schwimmen, das kann eben natürlich auch die persönlichen Beziehungen belasten, weil man damit so beschäftigt ist. Außerdem ist ein Quadrat zu Neptun auch immer eine Vertrauensfrage. Also es kann ja auch bei euch im individuellen Horoskop, kann der ja auch in einem anderen Haus stehen und noch mal ein anderes Thema auslösen. Auf jeden Fall müssen diejenigen, die dieses Quadrat haben, sehr darauf achten, ehrlich zu sein und Heimlichkeiten, gerade in diesem Monat, können nämlich auffliegen. Und sich deutlich auszudrücken oder wenigstens für sich selber genau zu wissen, was sie wollen. Das betrifft in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 1. und 6. Juni Geburtstag haben. Dann habt ihr ja weiterhin den Glücksplaneten Jupiter im guten Aspekt zu eurer Sonne stehen, hier aus dem 5. Haus heraus. Sehr schön für Spielspaß, Sex, Sport, Kreativität, also in einem Wort Lebensfreude. Die Lebensfreude ist groß geschrieben bei euch. Jetzt kann das aber dazu führen,
dass ihr vielleicht eine Affäre anfangt oder auch schon angefangen habt. Der Jupiter steht da ja schon länger, aber ihr seid vielleicht auch in einer festen Partnerschaft. Hier steht Pluto für euch im Haus der Ehe und Saturn im Haus der Begegnung. Also ihr habt da so zwei ganz strenge Planeten, die Partner anzeigen, die keinen Spaß verstehen, wenn ihr fremd flirtet. Da flüchtet man sich eigentlich sogar ganz gerne mal in eine Affäre rein, weil man vielleicht genervt ist davon, dass zu Hause oder in der Beziehung jemand kritisch ist oder Druck ausübt. Ne? Kann man ja auch verstehen. Nur gerade diesen Monat kann euch die Sache um die Ohren fliegen. Da müsst ihr eventuell sehr vorsichtig sein oder bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Das ist für alle Zwillinge natürlich spannend. Zumal ihr ja vielleicht auch andere Planeten im Zeichen Zwillinge dann stehen habt, die diesen Aspekt empfangen. Aber die Geburtstagskinder, die das auf der Sonne haben und besonders spüren, das sind diejenigen, die zwischen dem 4. und 12. Juni Geburtstag haben. Dann habt ihr ja auch den wilden Uranus im guten Aspekt zu eurer Sonne stehen. Der steht hier im 11. Haus der Freundschaften. Deswegen ist bei euch richtig was los im Leben. Ich hatte ja gerade Besuch von Christina Füsting, die ist auch Astrologin und ist Zwillinge und die macht zum Beispiel, die hat eine ganze Tour gemacht und war unterwegs und hat ganz, ganz viele Freunde besucht und war also überall kreuz und quer unterwegs und die hat sich das angeguckt für den März, was ich da gesagt habe und hat gesagt, das würde auch alles bei ihr zutreffen. Deswegen, also Zwillinge sind sehr viel unterwegs, sind sehr beliebt, haben Spaß mit ihren Freunden und kommen überall gut ein und hinterlassen sozusagen eine Spur der Inspiration, ne, da wo sie auftreten. Also das ist ein sehr, sehr schöner und positiver Aspekt und das liegt euch ja auch sehr, denn ihr liebt es ja auch, Kontakt mit vielen Menschen zu haben und eben mit so einer gewissen Leichtigkeit da auch durchs Leben zu gehen. Also dieser Aspekt ist wirklich sehr angenehm und den spüren jetzt gerade besonders diejenigen, die zwischen dem 12. und dem 18. Juni Geburtstag haben. Und dann gibt es ja noch die Opposition mit Saturn, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Der steht mittlerweile ziemlich weit hinten im Schützen, betrifft also die letzte Dekade des Zwillingezeichens und wird jetzt diesen Monat ganz besonders gehighlightet, also herausgehoben, weil er eben ins Quadrat geht oder vielmehr die rückläufige Venus geht zu ihm ins Quadrat und bleibt dann eine Weile stehen. Das ist ein sehr, sehr intensiver Spannungsaspekt, habe ich ja in der kosmischen Schwingung ausführlich darüber gesprochen. Und das ist also tendenziell schon auch ein bisschen gefährlich für euch, weil es eben bei euch auch direkt hier ins Partnerhaus fällt und beide Planeten in Spannung zur Zwillinge-Sonne stehen. Da gehe ich gleich noch drauf ein, wenn wir durch den Monat gehen. Aber diese Geschichten, die ich auch in der kosmischen Schwingung gesagt habe, dass es darum geht, gibt man sich gegenseitig genug? Das ist ja für euch sowieso ein Dauerthema, seit Saturn hier im 7. Haus ist, also und Pluto im Ehehaus. Also immer wieder geht es bei euch darum, wer geben und nehmen. Ne? Bekommt jemand zu wenig oder gebt ihr dem Partner zu wenig? Seid ihr zu viel weg? Kommt ihr da auch zusammen? Übt der Partner Druck auf euch aus? Alle diese Dinge, die können diesen Monat also stark an die Oberfläche kommen und müssen dann vielleicht auch mal besprochen werden. Und der Zwilling neigt eben dann auch dazu, sich mit einem Scherz oder mit einer anderen Beschäftigung aus der Affäre zu ziehen. Die Zwillinge stellen sich nicht so gern solchen Situationen. Und das kann eben sein, dass ihr diesen Monat doch festgenagelt werdet. Und ihr solltet dann auch wirklich euch auf so ein Gespräch mal einlassen. Das ist vielleicht mal nötig, ne? Dass ihr echt mal definiert, wie viel wollt ihr euch einander geben, wie viel Zeit wollt ihr miteinander verbringen und auch finanziell, ne? Wie gut könnt ihr füreinander da sein. Das sind alles Themen, die Singles natürlich nicht so sehr betreffen, aber auch für die Singles gilt natürlich, dass wenn sie jemanden kennenlernen, kann ja auch noch eine versteckte Agenda mit dabei sein. Der andere ist vielleicht gebunden oder sie selber sind gebunden, suchen nur eine Affäre. Auch da gibt es eventuell Gesprächsbedarf. Dieser Aspekt wirkt jetzt am stärksten mit der Venus und dem Saturn zusammen auf die Geburtstagskinder vom 17. bis 21. Juni, aber sollte von allen Zwillingegeborenen beachtet werden. Gut, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen des Monats. Wir fangen an mit dem Neumond von Ende März am 28. Stand bei euch im Haus der Freunde oder steht bei euch im Haus der Freunde und beleuchtet eben nochmal dieses auf Tour sein oder eben
viel Austausch pflegen, inspirierend wirken auf andere. Wahrscheinlich seid ihr viel eingeladen. Jetzt fangen ja auch so diese Zeiten wieder an, wo alle draußen auch feiern wollen und den Frühling genießen. Und ihr seid wahrscheinlich immer mittendrin. Also könnt ihr euch ja mal überlegen zu dem Neumond vielleicht, wen wollt ihr mal einladen, wen wollt ihr wiedersehen, mit wem möchtet ihr einen Austausch pflegen. Das sind alles so gute Gedanken, die man sich da machen kann. Und natürlich bringt das auch oft neue Freundschaften. Oder es ist eben auch schön, sich um bestehende Freundschaften zu kümmern und da mal wieder einen neuen Impuls reinzugeben. Genau, dann startet der Monat eben mit dieser Betonung auch bei euch weiterhin im Freundschaftshaus. Während der Merkur, der geht dann in den Stier. Und das ist eben für euch ein sehr wichtiger Planet, weil er bei euch im Zeichen herrscht. Das kann bedeuten, dass ihr vielleicht ein bisschen verwirrt seid. Merkur in Zwölf ist so ein bisschen wie Merkur in Neptun. Also das kann Verwirrung bringen, das kann Missverständnisse bringen, das kann auch eine Hinwendung zum Spirituellen bringen. Wenn ihr jetzt spirituell unterwegs seid, kann das natürlich heißen, dass ihr Botschaften auch aus der spirituellen Welt kriegt. Aber wundert euch mal nicht, wenn ihr dann so den April über euch nicht ganz so scharf im Kopf fühlt, also nicht ganz so klar, sondern eben eher vielleicht fantasievoll und wenn es auch manchmal nötig ist, sich zu erklären. Das kann eben auch sein, dass ihr einfach missverstanden werdet. Dann haben wir am 3., nee, am 1. haben wir aber gleich einen Top-Tag für euch, denn da könnt ihr wieder mal sehr gut im Mittelpunkt stehen. Der Mond zieht die Energie in euer Zeichen, steht super schön zur Sonne und zu eurem Freundschaftshaus. Also ist ein guter Tag für euch zum Einstieg in den Monat. Genau, am 3. geht ja dann die Venus eben wieder in die Fische im Rückwärtsgang und damit in euer 10. Haus der Karriere. Und das ist durchaus eine Phase, die ein bisschen schwierig sein kann. Ja, einerseits bringt das vielleicht viel Charme, es kann sogar eine Liebschaft bringen, die mit dem Chef ist oder die in der Chefetage stattfindet und aber mit entsprechenden Schwierigkeiten auch behaftet ist. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass ihr da nichts Unbedachtes tut. Am 5. haben wir nochmal einen Top-Tag für euch. Da bildet nämlich der Mond einen schönen Aspekt zur wilden Lilith bei euch im Partnerhaus, also besonders interessant für Zwillinge Herren. Und das könnte eben auch der Beginn einer prickelnden Affäre sein. Oder aber, vielleicht ist es auch so, dass wenn ihr eine Konkurrentin wittert, dass da die Möglichkeit zu einer Aussprache besteht und sich vielleicht herausstellt, dass das alles gar nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde, also dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Das könnte sich an dem Tag auch herausstellen. Dann beginnt die kritische Phase, die ich vorhin schon erwähnt habe bei den Aspekten, wenn nämlich die Sonne die Spannung hier zwischen Pluto und Jupiter anheizt. Und davon seid ihr auch wirklich betroffen, denn hier haben wir eventuell die Affäre. Und hier haben wir den festen Partner, der sehr eifersüchtig ist. Und hier haben wir die Betonung im Freundschaftshaus. Also es kann sowohl passieren, dass sich Leute eure Freunde einmischen, als auch, dass ihr vielleicht eine heimliche Sache am Laufen habt. Und die kann dann jetzt auffliegen. Und Singles, die sollten darauf achten, wenn sie was Neues anfangen, ob der andere vielleicht gebunden ist, ne, oder da irgendwelche Hindernisse im Weg stehen. Ich würde euch einfach raten, in dieser Phase, die geht so vom 7. bis 14., ist die ganz krass. So unklare Sachen, Sachen, die so ein bisschen riskant sind, wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ja? Also es ist nicht immer einfach, weil manchmal ist es so prickelnd, dass man auch gar nicht die Kontrolle darüber hat, was da passiert. Aber diejenigen, die so ein bisschen bewusster damit umgehen und vielleicht da ein bisschen zurückhaltender sind und sich darüber bewusst sind, dass man jetzt leicht Öl ins Feuer gießen kann, die sind eigentlich besser dran damit. Würde ich euch auch raten. Auch der Vollmond heizt diese Konstellation noch mal ganz gewaltig an und auch betont auch hier wieder das Affärenhaus. Vielleicht habt ihr auch eine Affäre mit jemandem laufen, mit dem ihr eigentlich befreundet seid. Das ist also relativ kompliziert alles. Und da würde ich jetzt wirklich an eurer Stelle den Ball flach halten. Aber vielleicht seid ihr ja dann sowieso schon in Osterferien und es kann gar nichts Schlimmes passieren. Aber ich weiß nicht, also die Flirt-Energie, die folgt euch überall hin. Ihr seid da unterwegs und zieht da wie so eine Spur von Schmetterlingen hinter euch her und seid unwiderstehlich, aber könnt eben auch leicht was anrichten, ja, mit eurem
Esprit und eurem Charme. Und manchmal ist es noch nicht mal beabsichtigt. Das kann auch sein mit dieser Konstellation, dass Leute sich von euch beflirtet fühlen, obwohl ihr das gar nicht so gemeint habt. Auch das müsst ihr ein bisschen im Auge behalten. Genau, aber wie gesagt, schon am 14., 15. lässt diese Spannung, diese lässt die etwas nach. Und am 15. habt ihr auch wieder mal einen Top-Tag, wie auch um Vollmond rum eigentlich eine ganz tolle Flirt-Energie ja herrscht, wo man eben einfach nur aufpassen muss, dass man nicht in die Fettdäpfchen tretet. Am 15. beleuchtet der Mond euer Partnerhaus, ist auch wieder mal eine Möglichkeit, Lilith zu begegnen, entweder in sich selbst, der inneren Göttin, oder durch eine tolle Frau, die euch begegnet. Es kann einem ja auch mal als Frau eine tolle Frau begegnen. Das kann ja auch sein. Also das ist jetzt auch toll für alle Frauen, die auf Frauen stehen. Aber ich meine eben auch in freundschaftlicher Hinsicht würde ich mir natürlich wünschen, dass mit dieser Lilith-Konstellation die Chance besteht, dass man eine Frau trifft, durch die man auch inspiriert wird. Weniger, als dass eine Konkurrenzsituation entsteht, obwohl das eben auch sein kann. Ja, und am 15. geht das dann los mit der Venus. Die wird dann hier stationär, bevor sie wieder direktläufig wird. Bleibt also stehen praktisch und bildet hier diese harte Spannung. Und da geht es dann wieder um Geben und Nehmen. Und für euch kann es wirklich auch eine Sache sein, die mit eurem Beruf und eurer Karriere zu tun hat, weil das hier sich im 10. Haus abspielt und hier Spannung aufs 7. Haus der Begegnung. Also vielleicht auch, und hier ist jemand kritisch. Und da ist eben, das mögt ihr ja auch sowieso gar nicht. Und müsst ihr jetzt mal gucken, wie ihr damit umgeht. Versucht, in der Liebesenergie zu bleiben. Und gerade hier Saturn im Partnerhaus kann auch ein Partner einfach anzeigen, der viel Stress hat oder der vielleicht einfach ein bisschen deprimiert ist. Und dann wäre es eure Aufgabe, eigentlich den aufzuheitern und das nicht so ernst zu nehmen, wenn er so grummelig ist. Ansonsten informiert euch bitte auch nochmal in der kosmischen Schwingung, was ich da zu diesem Aspekt gesagt habe. Genau, und diese Phase hält bis zum 21. an, diese Spannung, und dann ist das auch ausgestanden. Also wenn ihr insgesamt einfach guckt, dass ihr zwischen dem 7. und dem 21. nicht zu unbedacht mit eurer heiteren Energie vielleicht irgendwo was anrichtet, ohne es recht zu wollen, dann seid ihr einfach gut beraten. Ja, am 19. geht die Sonne abends ins Zeichen Stier. Ich habe da aufgeschrieben, ihr braucht mehr Schlaf. Also wenn die Sonne aus eurer Perspektive im 12. Haus ist, kann das tatsächlich heißen, dass man etwas müder ist. Vielleicht habt ihr Frühlingsmüdigkeit und merkt so, wow, ich muss jetzt mal wieder ausschlafen. Das ist dann meistens auch eine Lösung. Also man kann das lösen, indem man sich einfach ein bisschen mehr ausruht, wenn es geht. Man kann ja auch ein bisschen kuscheln und sich gemeinsam ausruhen. Und das kann eben der Fall sein, je nachdem, was ihr auch im individuellen Horoskop für einen Aszendenten habt. Dann steht die Sonne auch vielleicht in einem anderen Haus und das ist gar nicht so krass. Aber oft stimmt es schon, dass man sich, wenn die Sonne im 12. Sonnenhaus ist, ist so ein bisschen die Stimmung so etwas gedämpfter, etwas ruhiger. Aber am 20. habt ihr auch wieder einen Top-Tag. Kreative Liebesexperimente habe ich da aufgeschrieben. Da aktiviert der Mond positiv hier den Jupiter für euch im Haus der Lebensfreude. Also ein guter Moment, um was Schönes zu erleben in der Liebe oder auch in eurem Hobby. Ja, und der Merkur, der ist ja dann rückläufig und läuft zurück ins Zeichen Widder dann auch am 20. Da kann es also zu Missverständnissen mit euren Freunden kommen. Aber dann beginnt eine ganz spannende Phase, wenn der Mars in euer Zeichen geht. Das bringt Schwung, das bringt Energie, das gleicht dann auch das aus, dass die Sonne hier im 12. Haus steht, habt ihr dann trotzdem Schwung. Mars in eurem Zeichen ist immer eine große Power. Es kann natürlich auch dafür sorgen, dass man ein bisschen gereizt ist, dass man ein bisschen heftig reagiert. Diejenigen von euch, die Heuschnupfen haben, werden wahrscheinlich erleben, dass das Immunsystem jetzt besonders wild reagiert, weil Mars ist halt auch die körperliche Verteidigung, ne? Also rechnet mal damit, dass ihr dann besonders viel schnieft. Aber ihr habt eben auch mehr Power und das bringt Schwung und vielleicht auch Lust am Sport. Genau, und es ist auch eine sexy Konstellation. Also diejenigen, die jemanden haben, die fühlen sich dann vielleicht auch sexy und haben Lust, da mehr zu unternehmen in der Hinsicht. Und ihr könnt euch auch gut durchsetzen. Und das erleben vor allen Dingen die Geborenen der ersten Dekade bis Ende des Monats dann. Der Mars bleibt euch an dieser Position bis zum 4. Juni erhalten.
Genau. Am 26. der Neumond ist dann auch für euch im 12. Haus. Das ist natürlich toll für spirituelle Zwillinge. Die können sich dann dahingehend einen Neuanfang überlegen. Oder wenn ihr schon immer mal was machen wolltet mit spirituellen Kräften, dann ist dann die Zeit, darüber nachzudenken und zu meditieren, wie ihr das umsetzen könnt. Dann haben wir noch mal eine interessante Konstellation gegen Ende des Monats. Da geht die Venus wieder in Widder, damit in einen sehr guten Aspekt zu euch. Und gleichzeitig haben wir hier eine Konstellation, die Geistesblitze verheißt und auch wirklich kühne Pläne, tolle Ideen, die man hat, wobei diese eben bis zum 3. Mai nochmal in Frage gestellt werden können, weil der Merkur ja noch rückläufig ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Wahrscheinlich habt ihr dann witzige Zeiten auch mit euren Freunden. Ja, zum Tanz in den Mai geht der Mond ja dann in den Krebs. Steht da für euch auch noch ganz gut im 2. Haus. Aber für euch ist halt besonders wichtig, dass ihr hier diese interessante Spannung habt zwischen Mars, der euch Schwung gibt, und dann hier die wilde Lilith im 7. Haus. Und weil das ja das Fest der alten Göttin ist, ist das bei euch im Horoskop besonders aktiviert. Deswegen solltet ihr da ruhig der Göttin und der Liebe dienen zum Tanz in den Mai, so wie es auch vorgesehen ist. Und mehr dazu werde ich dann auch im Horoskop zum Mai sagen. Das werde ich rechtzeitig veröffentlichen und euch ein bisschen was über dieses tolle Fest erzählen. Okay, liebe Zwillinge, dann wünsche ich euch viel Spaß. Seid ein bisschen vorsichtig diesen Monat, aber ansonsten könnt ihr schon sehr viel Spaß haben, sehr viel heiße Liebes- und Flirtenergie erleben. Ich habe übrigens jetzt noch ein Webinar am 24. März, Antonias Sterne. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen und mehr dazu findet ihr hinter dem eingeblendeten kleinen i auf der entsprechenden Infokarte. Ja, und wie sieht es mit der Verlosung aus? Diesmal gibt es bei mir einen Partnervergleich als PDF zu gewinnen, also zum Nachlesen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann abonniert bitte meinen Kanal und hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und wenn ihr eine persönliche Beratung bei mir haben wollt, dann könnt ihr direkt auf meine Webseite gehen. Da findet ihr alles rund um mein Beratungsangebot und könnt die Beratung sogar direkt buchen. Meine Videos blende ich jetzt noch ein, die nächsten, die ich euch empfehlen möchte, und verabschiede mich. Wünsche euch alles Gute mit den Sternen.